Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um eine Reparatur hier von so einer LED-Lampe. Die hat hier drei so eine Strahler mit jeweils ein paar LEDs dort drauf. Und hat eine Fernbedienung und ich will mal ganz kurz hier die Fernbedienung zeigen, also Standardfernbedienung. Und sie hat dann hier, dort ist der Infrarotempfänger zu sehen, da in der Mitte. Und hier auf der anderen Seite, ich drehe mal hier kurz um, da sieht man jetzt also hier die Elektronik, also es sind RGB-LEDs. Und dann hat es hier natürlich auch das Netzteil. Ich will mal kurz die LED-Lampe einschalten, um zu gucken, was passiert. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, soll gar nichts passieren. Und die Frage ist natürlich dann, kann man das Ding reparieren? Und wenn ja, was ist da vielleicht kaputt? So, Netzspannung ist dran und wenn ich jetzt hier versuche mal einzuschalten, verschiedene Farben, also da passiert gar nichts. Die Frage ist jetzt, ist hier vielleicht das Netzteil nur kaputt? Wenn ja, könnte man sicherlich da was machen. Wenn allerdings die Elektronik hier kaputt ist von der Fernbedienung, dann sicherlich eher nicht. Das heißt, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich habe also erstmal wieder abgezogen, die 230 Volt. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde einfach mal hier auf dem Netzteil schauen. Man sieht dort, hat es 24 Volt Gleichspannung, was da rauskommt. Ich werde jetzt hier das mal abklemmen und dort 24 Volt mal einspeisen. Und wenn dann die LED-Lampe geht, dann weiß ich, dann ist das Netzteil kaputt. Wenn es dann nicht geht, dann ist wahrscheinlich die Elektronik kaputt. Aber so kann ich das erstmal einkreisen, den Fehler. Also ich klemme das hier ab und speise dort einfach mal 24 Volt ein. Ich habe hier mal die Kappe abgemacht. Und man sieht jetzt sehr schön, also der rote ist wirklich hier Plus. Das steht hier sogar, schwarz ist Minus, so sollte es eigentlich auch sein. Sodass ich jetzt auch sicher sein kann, dass was die Polarität betrifft. Und jetzt werde ich mal kurz die 24 Volt dort anschließen. Dazu schraube ich natürlich erstmal hier die Leitung ab, damit das natürlich da nicht eingespeist wird noch zusätzlich. Und jetzt kann ich das Netzteil nehmen und da die 24 Volt dann einspeisen. So, ich habe jetzt hier die 24 Volt dran. Ich habe hier auch mal den Schrumpfschlauch abgemacht, um einfach mal zu zeigen, was da so drin ist in der Elektronik. Und wenn ich jetzt hier mal auf On gehe, dann sieht man also, die LED-Lampe funktioniert. Ich kann also hier die verschiedenen Farben einstellen und hier auch verschiedene Programme ablaufen lassen. Flash zum Beispiel, dann blinkt das so hin und her. Oder hier Fade, was auch immer. Also, die Elektronik ist vollkommen in Ordnung. Was offenbar defekt ist, ist hier dieses Netzteil und da schraube ich das einfach mal auf und schaue, was da so drin ist und versuche natürlich, das dann wieder in Ordnung zu bringen. So sieht das Netzteil nun aus, ohne das Gehäuse. Und ja, wenn man jetzt hier mal so rauf guckt, fällt vielleicht schon was auf, nämlich hier auf dieser Seite. Dort, da ist also was verschmort. Ja, ich zeige das hier nochmal da drin. Da. Und wenn ich jetzt hier mal umdrehe, dann ist ja hier die Netzeinspeisung und dann kommt hier dieses Bauteil. Das wird sicherlich eine Spule sein. Die ist also durch, nehme ich mal an. Also ziemlich sicher. Kann ich gleich mal nachmessen. Und die hat es also zerkloppt. Die Frage ist, warum? Das ist natürlich immer eine schwierige Frage bei solchen Sachen. Ich werde Folgendes machen. Ich werde versuchen, diese Spule, also erstmal werde ich sie durchmessen, ob sie wirklich kaputt ist, was ich jetzt annehme. Und ich werde sie auch erstmal ersetzen. Es sind noch Farbringe zu erkennen. Irgendwas mit Rot. Rot, also ich nehme mal an, 22 Mikrohenry oder sowas, oder 2,2 Mikrohenry, je nachdem. Die werde ich dann also ersetzen erstmal und werde schauen, ob danach das in Ordnung ist. Und ja, dann schaue ich erstmal weiter. Jetzt werde ich erstmal die Spule mal kurz durchmessen, damit ich also sicher sein kann, dass sie wirklich defekt ist. Dazu nehme ich einfach einen Durchgangsprüfer und werde hier mal kurz durchmessen. Also hier ist Durchgang und hier müsste eigentlich auch Durchgang sein. Und siehe da, da ist kein Durchgang. Also die Spule ist definitiv hin. Das heißt, ich werde die erstmal austauschen.
So, hier sieht man die ausgelötete Spule, Beringung rot, rot und dann Silber und ein goldener Ring. Seltsamerweise ist jedoch hier auf der Leiterplatte F1 angegeben, also eine Fuse, also eine Sicherung. Wahrscheinlich dient die ja für beide Zwecke, einmal eine Induktivität und natürlich auch eine Sicherungsfunktion, wenn der Einschaltstrom zu hoch wird oder so. Ich werde auf jeden Fall erstmal diese Spule gegen eine neue austauschen und dann nochmal das Gerät einschalten. Man sieht, hier hat man schon, habe ich schon mal die Buchse und einen anderen Kondensator nur ausgelötet, damit ich da besser rankomme. Ich werde die also austauschen und wenn es soweit dann ist, dann werde ich hier mal die Ausgangsspannung messen, ob da 24 Volt rauskommen. So, ich habe jetzt hier eine neue Spule da eingelötet, hier an dieser Stelle, und jetzt schalte ich mal ein und schaue, was passiert. Oh, das war sofort der Knall, das heißt, ja, die Spule ist hier wahrscheinlich wieder hin. Ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Das heißt, reparieren tue ich das Ding definitiv nicht mehr. Lohnt auch nicht. Also wenn man jetzt überlegt, die Ursache, dass hier diese Spule dauernd kaputt geht, liegt also hier hinten irgendwo in der Schaltung. Das kann zum einen hier der Brückengleichrichter sein, es kann aber auch hier unten ein Elko sein oder vielleicht sogar hier drunter das IC unter dem Kühlkörper. Der ganze Aufwand lohnt sich überhaupt nicht. Und deswegen werde ich hier dieses Schaltnetzteil gegen ein neues austauschen. Bei diesem Schaltnetzteil handelt es sich ja hier um ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 24 Volt, maximal 500 mA, also 12 Watt. Und jetzt habe ich mal ein bisschen gesucht natürlich und bin auch fündig geworden. Und zwar bei der Firma Reichelt. Die haben hier diese Netzteile im Angebot, kostet 10 Euro. Deswegen lohnt sich auch gar keine Reparatur von dem alten im Prinzip. Hat auch genau 24 Volt, 500 mA. Ist etwas flacher, von der Größe her, von der Länge ist es fast genauso, etwas länger, aber sehr viel flacher, sodass ich das jetzt hier wieder in die Lampe einbauen werde. Bevor ich das tue, will ich mal ganz kurz mal auf diese Schaltung hier eingehen, auf die Steuerung. Hier kommen also die 24 Volt an, dann haben wir hier einen 5 Volt Spannungsregler. Ich glaube, das sieht man nicht so richtig, oder vielleicht doch, weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen Mikrocontroller, da ist leider die Beschriftung nicht drauf. Hier ist noch ein EEPROM und hier sind die MOSFETs, um die LEDs anzusteuern. Im EEPROM sind dann sicherlich die verschiedenen Möglichkeiten da abgespeichert, die Muster, die man da abfahren kann, und mehr ist es eigentlich nicht. Und dann geht es hier auf der linken Seite, geht es raus zu den LEDs, und hier oben der Anschluss, der geht an den Empfänger, der da durch das Gehäuse guckt. So, ja, das vielleicht nur mal kurz zur Schaltung. Ist also in Ordnung, und die Schaltung, und jetzt werde ich das alles wieder zusammenbauen und das neue Schaltnetzteil dann damit reinbauen. Angeschlossen habe ich jetzt hier auf der linken und auf der rechten Seite die Leitung, jeweils für die 24 Volt, für den Ausgang und natürlich für die 230 Volt. Ich habe hier nochmal extra Schrumpfschlauch rübergezogen jeweils, weil doch die Abstände zu den Zugentlastungen hier nicht so richtig passten. Also die sind ja anders als bei dem Originalmodul, aber so sollte es klappen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal anschließen, so wie es jetzt ist, die Lampe, und dann nochmal testen, und dann kann ich auch hier die Abdeckung und die Zugentlastung dann draufschrauben. So, angeschlossen ist alles. Ich schalte mal die Steckdose ein und siehe da, leuchtet rot. Und jetzt kann ich also hier ganz normal einschalten. Und ja, funktioniert. Damit ist jetzt die Lampe repariert. In dem Fall eigentlich nur durch Austausch hier des Schaltnetzteils. Und jetzt werde ich hier auch die Kappen aufmachen für die Zugentlastung, und dann kann die wieder an die Decke angeschraubt werden. Das war's auch schon wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.